Ich denke, dass radikale Solidarität gesamtgesellschaftlich nur gelingen kann, wenn ich anfange, erstmal mit mir selbst solidarisch zu sein. In meinem Falle bedeutet das solidarisch mit meiner eigenen Queerness, auch mit meinem Alterungsprozess, mit meinen Unzulänglichkeiten. Von dort aus kann ich dann in immer größer werdenden Kreisen mich solidarisch zeigen mit meiner Familie, meinem Partner, meinen Freunden, bis hin zu Fremden und auch Menschen, deren Lebensentwurf vielleicht überhaupt nicht meinen Vorstellungen entspricht. Der buddhistische Mönch und Lehrer Thich Nhat Hanh sagt, dass wir erst Liebe zu uns selbst entwickeln müssen, bevor wir überhaupt in der Lage sind, Liebe für andere zu empfinden. Ich habe im Nachdenken über dieses Thema radikale Solidarität gemerkt, wie urteilend, beurteilend, verurteilend ich durch die Welt gehe. Zu schwul, zu dick, zu laut, zu alt, zu dies, zu das. Und ich habe auch gemerkt, wie mich dieses Beurteilen nicht nur von den anderen trennt, sondern letztlich auch von mir selbst. Gesellschaftlich wird uns in letzter Zeit stark vermittelt, dass wir bewerten sollen, beurteilen sollen. Ich denke, dass aber auch so Minderheiten davon abgehalten werden, sich miteinander, untereinander zu solidarisieren. Wir dürfen nicht anfangen, irgendeine Art von Diskriminierungsquartett zu spielen. Wer hat es am schlimmsten? Wer hat es am schwersten? Wir müssen erkennen, dass die anderen Bedürfnisse haben, berechtigte Bedürfnisse, dass es leidende, liebende, fühlende, bedürftige Menschen sind. Und ich glaube, dass das ein Weg sein könnte, den anderen zu erkennen, anzuerkennen und zu sehen, um radikale Solidarität zu einem Wesenskern unserer Gesellschaft zu machen.